Hallo und herzlich willkommen, meine geflügelten Freunde, zu einer kleinen Runde Pokémon Showdown. Heute spielen wir ein NU-Team mit einem Walschall, Typlusion, einem Laprobeere, Kokowai, einem Lebenorb, Malamar, einem Evoliten, Ferroseed, einem Überreste Mantax, glaube ich, heißt das Pokémon. Ja, und einem Walband Golgantis. Dann gucken wir mal, ob wir einen Kampf finden. Wenn nicht, muss ich einen Schnitt reinmachen und das wäre schade. Und er sucht, und er sucht, und er sucht. Na, komm, Anu. Ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Also, ich spiele nicht oft Anu. Ist eigentlich schade drum. Ich spiele allgemein nicht viel Showdown. Aber es ist halt gut, um das aufzunehmen. Es macht halt weniger Arbeit, um einiges weniger Arbeit, wenn ich es aufnehme mit der Kamera. Und, oh, wir haben einen Kampf gefunden. Gegen den Mora. Und der Mora hat sogar einen Kraken dabei. Ein Typlusion, ein Galak, ein Chefrum, ein Smogon und ein Sichlor. Interessantes Team. Ich sehe, er hat eine Feuerschwäche. Eine große Feuerschwäche. Eine doppelte. Das könnte man nutzen. Aber ich glaube, wir machen das mit Execute. Also das hat halt eine Lambrobeere. Labrobeere heißt sie, glaube ich, im Deutschen. Ah, das war gar nicht so schlecht. Gut, mal sehen, ob es klappt, so wie ich mir das vorstelle. Gehen wir mal auf die... Auf... Genau das. Mal gucken. Ja, das war nicht gut. Das war echt nicht gut jetzt. Ich weiß nicht. Also es wird sicherlich eine Käferattacke haben. Deswegen wechseln wir lieber aus. Das war nicht gut gespielt von mir, glaube ich. Gehen wir mal Käferattacken. Wer frisst hier am besten eine physische Käferattacke? Obwohl Ferroseed... Nee, komm. Gehen wir auf Ferroseed. Mal sehen, wie viel das macht. Ah, Schwertanz. Ah, hat predicted, dass wir das machen. Das ist nicht gut, aber wir können ihn jetzt mit einer Donnerwelle verkrüppeln. Mal sehen, ob es klappt. Ich hoffe es mal. Na komm. Komm, gut. Ah, das macht guten Schaden. Schade. Schade, schade. Aber ich hätte mir mehr erwartet von einem Stab. Und Typlusion kriegt eine Donnerwelle ab. Ist paralysiert, also ist das schon mal weg. Also kann das schon mal nichts mehr wirklich machen. Das ist gut. Gehen wir mal auf Mantax. Er wird, glaube ich, auswechseln. Ne, er macht Will-O-Wisp. Oh, das habe ich auch noch selten. Oh, das sehe ich auch sehr selten. Was machen wir? Machen wir mal eine Wasserpuls. Also ich habe Wasserpuls drauf. Also Aquawelle, damit ich ihn verwirren kann im Notfall. Wenn es klappt, dann machen wir den Timer an. Ich mag es immer nicht, wenn man so lange warten muss. Es kommt Oktillerie. Ah, das war nicht schlecht. Wir brennen leider. Das ist nicht gut. Artillerie. Gut. Gehen wir mal auf Toxic. Mal sehen. Ich weiß nicht, was Artillerie kann. Ich glaube, es kann kein Donnerblitz. Es kann... Ah, ein Energieball. Oh, wieder was dazugelernt. Was der Kraken nicht alles kann, ne? Speziell. Gehen wir mal auf Execute. So. Ah, das hat's gut getankt. Das ist gut. Und jetzt gehen wir auf einen Substitute? Ich denke schon. Substitute. Er wechselt aus. Das ist gut. Mal sehen, reicht es. Und Labrobeere? Noch gar nicht. Schade. So, wir sind jetzt ganz klar... wir sind nicht schneller als du eigentlich. Aber doch, wir sind schneller als er. Er macht eine Eruption, aber wir kriegen halt noch ein paar KP wieder von ihm. Das ist ganz gut. Und jetzt... Ich war schneller als er. Was machen wir? Ich habe leider hier kein Flashfire-Typlusion. Das ist schade. Gehen wir mal auf Golok. Auf Golgantis. Mal sehen, wenn er eine Feuerattacke macht. Ah, paralysiert. Perfekt. Gut, er hat kein... Doch, er hat sein eigenes Galak. Das könnte, also ich habe den Dynamic Punch drauf, weil das halt hier No Guard, ein achtlos Ding ist. Ich denke, er wird auswechseln. Aber auf was? Auf was? Sein Smogon hätte natürlich Schwebe. Also gehen wir mal auf einen Ice Heap. Mist, er ist nicht ausgewechselt. Oh Mann. Ah, er ist paralysiert. Okay, jetzt beenden wir das, glaube ich mal. Jetzt wird es opfern. Also wir haben halt Walband. Nee, er wechselt aus. Auf Scissor und er kriegt... Ja, sehr gut. Er hat nichts, er hat eigentlich nichts, was sehr effektiv ist. Ja, U-Turn.
Das war richtig, richtig gut. Da haben wir, da hat er was falsch gemacht. So, und da kommt Kraken. Kraken kriegt auch nochmal 43, 23% und Gift ist natürlich nicht wenig. Jetzt machen wir. Also er hat seine Energie, bei den wird er jetzt setzen, denke ich mal. Na komm, probieren wir es aus. Mal sehen. Ich hoffe mal, dass es klappen wird. Scald. Labrobeere. Spezialverteidigung plus. Haben sie wieder Spezialangriff plus. Sehr gut, jetzt müssen wir nur schneller sein. Dann reicht es. Aber ich weiß nicht, ob wir schneller sind als Octillery. Sind wir? Und es hat gereicht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, das. Und die kriegen die Beere wieder. Leider reicht unsere Kapitän. Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon verwackelt. Tut mir leid. Leider reicht die Beere wohl nicht. Ah, weiß ich nicht. Wir haben noch einen Death Boost bekommen. Ah, wir haben nicht genug KP. Sind wir schneller? Sind wir schneller? Sind wir schneller? Ich weiß es nicht. Das Substitute reicht nicht. Wir probieren es aus. Komm, wir probieren es einfach mal aus mit der Psycho-Attacke. Es reicht, ja. Wir waren schneller. Sehr, sehr gut. Wir kriegen die Beere wieder. Wir haben leider... Ah, das ist wirklich gut. Kokowai, ein klasse Pokémon, sage ich euch. Also da hat der Mindtube sich echt wirklich gute Signature ausgesucht. Das ist wirklich gut. Und da haben wir noch einen Angriff-Boost bekommen. Der ist jetzt nicht so doll. Go-Goat. Was kann Go-Goat uns? Wir haben Verteidigung, Spezialverteidigung plus. Er hat Erdbeben, soweit ich weiß. Und er hat Holzgeweih. Gehen wir mal auf Zeitschock. Er hat einen Kopfstoß. Okay, interessant. Aber das reicht fast aus. Und die Beere? Ah, die hat sich noch nicht wieder geharvestet. Okay. Machen wir einen Gigasauger. Hornleech. Oh. Gigasauger? Nein! Ach, bin ich blöd. Ach, Mann. Das war blöd. Leute, macht es nicht nach. Ich habe vergessen, dass Go-Goat Vegetarier haben kann. Aber weil wir gerade einen Boost bekommen haben, reicht das noch nicht aus. Und wir können jetzt Go-Goat noch mitnehmen. Ah, das war richtig blöd von mir. Ach, der liebe Execute. Ja, gut. Ich weiß nicht. Wir sind nicht schneller, auf gar keinen Fall. Opfern wir dich jetzt? Ja, komm, opfern wir dich. Du hast sogar einen Airslash. Okay. Also wir wissen jetzt, Schwertanz Airslash. Ja, okay. Gut, er hat nichts mehr, was eine Feuerattacke. Also doch, er hätte noch Gigantis, der könnte eine Feuerattacke auffangen. Und Weezing ist physisch defensiv, also könnte das nicht so doll auffangen. Gehen wir vor Eruption. Na gut, das war gut gespielt von mir. Also, ja, was heißt von mir? Er hatte keine wirkliche Wahl mehr. Er wird sicherlich auf Gigantis wechseln, denke ich. Ja, macht er. Gigantis. Gigantis, was kann das Ding denn? Es kann Erdbeben. Es kann natürlich auch... Eigentlich nur Erdbeben, was uns wirklich wehtut. Ich könnte mein Gigantis holen und dann Eisschieb machen. Ich könnte auch mein Ferroseed holen und gucken, was ich da so reißen kann. Nehmen wir mal mein Ferroseed raus. Okay, Tarnsteine, das macht nur Mantax noch ein bisschen Schaden, sonst ist alles in Ordnung. Machen wir eine Donnerwelle, weil Donnerwelle ist nie schlecht. Also, ich sage euch eins, Donnerwelle ist wirklich nie schlecht. Earthquake, das ist nicht gut. Ach, Mann, Franz. Oh, Mann, was bist du denn für ein Scheißspieler? Och. Alter. Tut mir leid, ich nehme gerade zum ersten Mal auf. Ich sag das einfach mal, das zum ersten Mal auf. Alter, das war ein wirklich schlechter Zug. Obwohl ich wirklich einigermaßen viele Missplays habe, läuft es noch einigermaßen gut. Also ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt sterbe daran. Und jetzt gehen wir auf ein Ice Heap, weil das ja sehr effektiv ist. Und ein Shadow Punch, hätte ich nicht mit gerechnet. Meins hat keinen. Aber das kann es euch auch egal sein, weil wir haben ein Vollinitiative Malamar. Und das hat einen Abschlag. Und damit bin ich zu 100% schneller als er. Und das tut weh. Und das ist tot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Er hat einen Expertengurt gehabt. Okay, dann kann man es verstehen. Gut, er hat noch ein Weezing. Und ich habe noch eine Psycho-Klinge. Das bedeutet eigentlich, dass ich gewonnen habe. Mal sehen. Na komm. Was kannst du Weezing? Nee, okay. Will-O-Wisp. Das könnte vielleicht den Kampf noch ein bisschen rausziehen, aber auch nur um eine Runde. Ja. Nee, nicht mal mehr um. Ja, doch, um eine Runde halt. Sludge Wave.
Ach, naja, zum Glück habe ich ja mein Templusion. Mein Templusion kann ja, wie man sieht, oder wie man schon gesehen hat, ein paar gute Attacken. Wir machen einfach mal den Feuersturm. Und da ist das Weezing tot. Damit haben wir diesen Kampf gewonnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, mir hier zuzusehen. Ich schreibe dir mal schnell GG, ne? GG. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran zuzusehen und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Tschüss. Guckt euch nicht zu viel Blödsinn an und ciao.